ich darf euch erneut begrüßen zu einem unserer Homatic IP Tutorials. Heute möchte ich euch nochmal eine wirklich coole Funktion aus der Raum-Klima-Lösung zeigen. Das Ganze nennt sich Boost-Funktion. Am Heizkörperthermostat und am Wandthermostat haben wir zwei Tasten, die diesen Boost auslösen können. Da wird das auch einmal zeigen. Das ist hier am Wandthermostat einmal der mittlere Drehregler. Wenn ich ihn einmal drücke, dann wird der Boost ausgelöst. Ebenso beim Heizkörperthermostat ganz vorne unser Drehrad. Was macht der Boost überhaupt? Ihr habt wahrscheinlich alle schon ein Wochenprofil angelegt, das heißt eure Arbeitszeiten hinterlegt. Aber jetzt gibt es folgendes Szenario. Ihr kommt einfach mal früher von der Arbeit nach Hause und wollt möglichst schnell Wärme in den Raum bringen. Dann könnt ihr über Auslösen der Boost-Funktion super schnell Wärme in den Raum kriegen, weil das Ventil, das Heizkörperventil, einfach für 5 Minuten mit 80% Öffnung geöffnet wird. Das heißt, die Heizung wirklich warm wird für die nächsten 5 Minuten und ihr so ein schnelles, angenehmes Raumklima erhaltet. Die Boost-Funktion, die könnt ihr natürlich nicht nur am Gerät auslösen, das heißt am Wandthermostat oder am Heizkörperthermostat, sondern auch innerhalb der App. Ich darf euch das einmal zeigen. Ich wechsle hier in das Badezimmer rein. Dort habt ihr direkt den Boost-Knopf in der Mitte der Temperaturregelung und wenn ich das einmal betätige, dann wird jetzt für 5 Minuten das Ventil geöffnet. Das muss auch nicht zu Hause passieren. Das kann auf dem Weg nach Hause passieren. Das heißt, ihr setzt euch ins Auto, klickt einmal auf den Boost-Knopf und habt zu Hause eine angenehme Wärme, die ihr vorfindet.